Erfahrungen zu verarbeiten. Sie berichtet von sexuellem Missbrauch schon seit frühester Kindheit. Sie wächst in einen Kult hinein, der nach ihren Aussagen vor Gehirnwäsche, Folter, Mord und Kannibalismus nicht zurückschreckt. Wir werden lernen, dass Steffis Geschichte kein Einzelfall ist. Ein Motiv wiederholt sich in allen Aussagen: das unbedingte Schweigegebot. Da wurde einem eingebläut, dass man stirbt, wenn man spricht, also darüber spricht. Und von welchem Alter an bekamst du diese Gehirnwäsche? Von 3. Steffi kämpft mit ihrer Erinnerung. Längere Interviews mit ihr müssen auch bei bitterer Kälte im Freien gedreht werden. Sie will mit Männern nicht in einem Raum eingesperrt sein. Eine Chance rauszukommen hat man als Kind oder Jugendliche überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Warum nicht? Weil einem so Angst gemacht wird. Und als Kind und Jugendliche hat man gar keine andere Möglichkeit, das zu glauben, als das, was die sagen. Und dann glaubt man eben, dass der Teufel einen holen würde, wenn man aussteigen würde, wenn man abhauen würde oder wenn man es sagen würde oder dass man sterben würde. Steffis Teufel waren aus Fleisch und Blut, waren ranghohe Mitglieder des Kultes mit Namen und Adressen in ganz Deutschland. Steffis Bericht klingt wie ein Horrorroman, aber unsere Recherchen werden ergeben, dass mehr und mehr Indizien ihre blutige Mordgeschichte stützen. Ich habe gedacht, dass sie mit einem Messer erstochen wurden. Aber dann wurden die noch zersägt. Und haben geschrien. Und die haben uns gesagt, dass es der Teufel ist, der aufersteht, während sie schreien. Da waren sie halt noch am Leben. Was hat man mit den Leichen gemacht? Zum Teil gegessen. Steffi hat sich von ihrer Vergangenheit befreit, arbeitet seit 10 Jahren im kirchlich-pädagogischen Bereich. Sie hatte ihr bekannten Täter angezeigt. Viele Ermittlungen dieser Art aber verschwinden gerne im Regal ganz unten. Die Monstrosität der Schilderungen schützt immer wieder die Täter. Die Aussagen der Opfer gelten oft als unglaubwürdig. Wir haben seit Mai 2002 ein solches Verfahren hier anhängig. Das beruht auf einer Strafanzeige, in der Dinge geschildert werden mit einem kaum vorstellbaren Gewaltpotenzial, mit okkultem Hintergrund. Die Dinge sind für uns schlechterdings eigentlich nicht vorstellbar. Das heißt aber nicht, dass wir denen nicht nachgehen. Die Ereignisse der jüngsten Zeit belegen das. Es gibt ja kaum noch eine Tabuzone. Und es ist zumindest möglich, dass so etwas tatsächlich geschehen sein mag. Wir müssen bei unseren Recherchen auf die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen Rücksicht nehmen. Ein Restaurant in Trier. Steffi hat ein Treffen mit einer Verwandten arrangiert, die viel weiß. Wir drehen mit verdeckter Kamera. Die Frau, die wir treffen, bestätigt im Kern Steffis Aussagen und insbesondere den Vorwurf des Kannibalismus. Wir werden diese Aussage der Staatsanwaltschaft zur Verfügung stellen. Auszüge aus dem Gespräch. Die haben mir gesagt, also ich trete dem Verein bei und wenn nicht, habe ich die Wahl zu sterben oder meinen Verstand zu verlieren. So etwas gibt es, glaube ich, überall auf der Welt. So etwas hat aber nichts mit sexuellen Praktiken zu tun, sondern das sind eigentlich Kannibalen. Das sind Menschen, die Menschenopfer bringen. Mit dieser Aussage hat zum ersten Mal eine Tatverdächtige die Existenz einer solchen mörderischen Gruppe zugegeben. Steffis Aussagen gewinnen an Plausibilität. Wir werden weitere Opfer kennenlernen. Ich bin genumgebracht. Schick's auf Distanz, schick's jetzt. Aber leben das. Schick es auf Distanz. Und die haben das doch aufgegessen.
das jetzt auf Distanz. Jetzt. Stopp. Hier. Berlin, die Praxis der Psychotherapeutin Dagmar Eckers. Das kleine Mädchen berichtet detailliert über Mord und Kannibalismus. Diese Taten liegen gerade ein Jahr zurück. Ihre Eltern haben der Aufnahme zugestimmt. Täter und Tatorte sind der Polizei bekannt. Einzelheiten sollen nicht veröffentlicht werden. Dagmar Eckers betreut Gewaltopfer. Sie gilt als anerkannte Expertin. Zur Therapie mit den Kindern gehört das Reden über das Geschehene. Mit dem Aufarbeiten wächst die Kontrolle des Kindes über die schrecklichen Erinnerungen. Dagmar Eckers über die Glaubwürdigkeit der kleinen Zeugen. Die Kinder, die ich in Therapie hatte, die 5 Kinder, da würde ich meine Hand für ins Feuer legen, dass das passiert ist, weil das nicht irgendwas Antrainiertes oder Angelerntes sein kann. Wenn die Kinder ins Zittern kommen, ins Weinen, ins Schreien, wenn die um sich schlagen zum Teil, wenn die Schilderungen von ihnen stockend rauskommen, das ist nichts Eintrainiertes. Und es ist Quatsch, die Kinder leiden in dem Fall richtig massiv drunter, überhaupt nur dran zu denken. Wenn ein Kind einen Verkehrsunfall gehabt hat und steht blutend und zitternd am Straßenrand, sagt auch niemand zu dem Kind, das hast du dir aber schön ausgedacht, ja? Hauptbahnhof Göttingen, Beispiel 3. Wir sind mit Marie verabredet, die genau wie Steffi angibt, in frühester Kindheit missbraucht worden zu sein. Sie berichtet von Morden an Kindern. In ihrem Fall war die Produktion von Gewaltpornos das Hauptanliegen der Täter. Marie legt ärztliche Atteste vor, die schwerste Verletzungen in ihrer Kindheit bestätigen. Marie trifft Ingolf Christiansen, einen Sektenbeauftragten der evangelischen Kirche und Gutachter der Bundestags-Enquete-Kommission. Auch dieser Experte glaubt den Schilderungen der Opfer. Es gibt meines Erachtens mittlerweile doch eine ganze Menge von Indizien, die dafür sprechen, dass es hier mehrere Tätergruppen in der Bundesrepublik gibt, die solche gemeingefährlichen und extremen Taten vollziehen. Hast du miterlebt, dass Sachen mit anderen Kindern gemacht wurden, mit Kleinkindern oder Neugeborenen? Mhm. Und was? Die wurden halt auch festgebunden und aufgeschnitten. Ich meine, das war noch nicht das Schlimmste, aber sie haben halt die Finger auch abgeschnitten vorher. Irgendwie hatte ich immer den Eindruck, wenn die tot sind, dann war es nicht mehr so schlimm. Aber das davor, das war halt sehr schlimm. Diese Schreie halt, diese unglaubliche Grausamkeit, jemanden so systematisch, ja, so unglaublich zu quälen. Ich glaube, auch wenn die nicht gestorben wären, wären die trotzdem innerlich gestorben, weil man sowas nicht überleben kann. Das heißt, sie haben die kleinen Kinder gequält? Mhm. Und Babys. Konrad-Adenauer-Allee, Frankfurt am Main. Hier arbeitet Oberstaatsanwalt Peter Köhler, einer der bekanntesten deutschen Strafverfolger in Sachen Kinder- und Gewaltpornografie. Er fordert die Gründung einer bundeseinheitlichen Zentralstelle zur Aufklärung ritueller Gewalt und Tötungsdelikte. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man tatsächlich durch einen Informationsaustausch bei der Polizei nun darauf dringt, dass hier eine einheitliche Ermittlung geführt wird, dann könnten solche Fälle insgesamt aufgeklärt werden. Ist es für Sie vorstellbar, dass die Monstrosität der Taten, über die wir hier sprechen, zum Teil die Täter eigentlich schützen, weil die Leute, die darüber berichten, unglaubwürdig erscheinen? Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Ich denke, dass das eine ganz große Gefahr ist, dass der Geschädigte nicht ernst genommen wird und somit den Täter eigentlich schützt. Zurück an die neblige Mosel, zurück zu Steffi, zum Ausgangspunkt dieser Schreckensreise durch die Republik. 2 Jahre läuft unsere Recherche schon. Noch hat es in Deutschland keine Verurteilung wegen solcher ritueller Morde gegeben. Aber die Indizien verdichten sich. Für Steffi und die anderen Opfer hat der Kampf um die Wahrheit gerade erst begonnen. Weil es nicht nur eine vergangene Sache ist, die mich betrifft, sondern noch am Laufen ist. Zwei Jahre lang hat Rainer Fromm an diesem Film recherchiert. Es war mühsam, Vertrauen aufzubauen, damit die Opfer überhaupt über ihre Erlebnisse sprechen. Und wir stehen sprachlos davor. Darf man das wirklich alles glauben?
Eine Antwort hätte ich gern von Professor Rudolf Eck, Leiter der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden. Herr Professor Eck, Sie sagen, Sie seien nicht überrascht gewesen. Wie meinen Sie das? Nein, wer sich mit Kriminalität, auch mit schwersten Formen der Kriminalität befasst, der weiß natürlich, dass es seit langem Berichte gibt, aus dem Ausland allerdings, in denen solche ritualisierten Gewalthandlungen und Morde beschrieben werden. Und wenn so etwas irgendwo auf der Welt passieren kann, dann kann es auch in Deutschland passieren. Aber gibt es das wirklich eine ganze Szene, die solche Taten begeht? Bei der Szene muss man unterscheiden zwischen solchen, die das mehr spielerisch machen, die das gar nicht mit echter, massiver Gewalt praktizieren, die Gewalt an Tieren praktizieren, wäre eine zweite Gruppe, und solche, die auch so weit gehen, zumindest gehen möchten, dass sie Menschen quälen und foltern und opfern. Trotzdem, mit aller Skepsis, mit der auch wir an dieses Thema herangegangen sind, gibt es das wirklich, oder sagen wir, wie viele Menschen in Deutschland beschäftigen sich mit so etwas? Also erreichen diese Spitze der Gewalt, die auch im Film beschrieben wurde? Es dürften mehrere hundert Menschen sein, die sich damit überhaupt beschäftigen, die sich natürlich auch fragen lassen müssen, auch wenn sie nicht wirklich gefährlich sind, warum sie sich mit solchen bizarren und grausamen Dingen befassen. Wie viele tatsächlich so massive Gewalt ausüben, das bleibt im Dunkeln. Da möchte ich keine Zahl, keine Schätzung nennen. Ich hoffe, es sind nicht allzu viele. Warum kommen wir jetzt erst drauf? Nehmen wir das jetzt erst wahr, oder gibt es eine Tendenz, dass das mehr geworden ist? Also wir nehmen es vielleicht jetzt mehr wahr, aber es gibt wohl auch mehr durch das Internet, durch die anderen Formen der Kommunikation, mehr Möglichkeiten des Informationsaustausches, sodass diese Gruppen sich auch in anderer Form entwickeln und fortentwickeln können. Also es könnte schon eine Zunahme sein, zumindest in den Anfangsformen. Aus dem Kongo meldet die UN gerade heute tatsächlich auch neue Fälle von Kannibalismus. Wie kommt das? Warum können Menschen so grausam sein? Nun, es gibt unterschiedliche Gründe für Kannibalismus. Es gibt so diesen kulturellen, der seit Jahrhunderten existiert, dass man also glaubt, wenn man einen toten Menschen aufisst, dann nimmt man dessen Kraft und dessen Seele in sich auf. Es gibt natürlich den Kannibalismus aus extremen Hunger, der zum Beispiel in Kriegszeiten stattfinden kann. Das hat gar nichts damit zu tun. Es gibt Kannibalismus aus sexueller Motivation, dieser Fall in Rothenburg, also Teil einer sexuellen Abweichung, Perversion. Und es gibt diese ritualisierte Form, die mit ganz bizarren und eigentümlichen religiösen oder pseudoreligiösen Praktiken zu tun hat. Aber was bringt einen dahin? Das ist ja ein Tabu. Da werden Tabus durchbrochen. Warum? Ist das vielleicht sogar der Sinn, dass Tabus angetastet und dann überwunden werden? Es ist ein Tabu, aber dieses Tabu betrifft eine der Urängste, wenn nicht die stärkste Urangst, die wir Menschen alle haben. Jeder weiß aus den Märchen zum Beispiel, dass da Rotkäppchen oder bei Hänsel und Gretel, dass da das Aufessen von anderen eine besondere Grausamkeit ist. Und jeder, der mit Kindern sich befasst, weiß, dass ein Krokodil zum Beispiel, das einen anderen auffrisst, ganz massive Ängste produzieren kann. Das heißt, es hat mit unseren Urängsten zu tun. Nun haben wir im Film gehört, dass gerade das Monströse solcher Taten offensichtlich auch die Täter schützen kann. Und Ermittlungsbeamte sagen, dass einfache Polizisten Schwierigkeiten haben, damit umzugehen. Ist es das vielleicht auch, was dazu führt, dass wir nicht aufklären, oder anders gefragt, warum ist noch kein Täter dingfest gemacht? Also es ist richtig, dass die Ermittler Probleme haben, das auf den ersten Blick zu glauben, weil es so extrem und so ungewöhnlich ist, ist nachvollziehbar. Und es gab auch in der Vergangenheit Fälle, wo sich im Nachhinein gezeigt hat, das hat eher etwas mit Fehlerinnerungen oder mit dem Ausdruck von Ängsten und nicht mit realen Ereignissen zu tun. Aber in der Tat, man muss, das kam in der Beitrag auch hervor, man muss solchen Vorwürfen nachgehen, auch wenn es sehr unglaubwürdig erscheint. Wenn man das mal alles durchgeht, gerade in dieser Woche gab es wieder prominente Namen in den Schlagzeilen, da ging es um Pädophilie, aber dann geht es weiter, brutale sexuelle Praktiken und auch Mord. Das ist ja offensichtlich ein fließender Übergang. Der Fall Dutroux in Belgien, wo der Prozess noch immer verschleppt wird, das scheint die Gesellschaft, unsere Gesellschaft, einen Knacks zu haben. Läuft uns da was aus dem Ruder? Nein, das glaube ich nicht. Wir nehmen das in der Tat sehr viel mehr wahr. Es ist etwas, was es immer schon gegeben hat. Ich bin trotz allem ein Optimist und meine nicht, dass die Gesellschaft, die Welt aus dem Ruder läuft. Aber wir müssen schon aufpassen. Man kann das nicht kleinreden und sagen, das sind seltene Vorkommnisse, sondern wir müssen schauen, wo entwickelt sich das hin, und den Anfängen zu wehren. Die Anfänge bei Einzelnen oder die Anfänge bei Gruppen? Wir haben gehört, es sollen ganze Gruppen sein, die sich damit beschäftigen. Ein Netz womöglich sogar über Deutschland. Mhm. Warum das? Was bindet da zusammen? Nun, was bei Sekten und bei solchen Gruppen immer zusammenbindet, nämlich das Gefühl, hier gehöre ich zu einer Gruppe, die mir, der ich mich selber sehr schwach fühle, plötzlich Sicherheit und Vertrauen in mich schenkt. Und Personen, die selber unsicher sind, sind in Gefahr, von solchen Gruppen angezogen zu werden, von irgendwelchen Gruppen. Das können auch Gruppen, die mit Drogen umgehen oder Sonstiges machen, aber eben auch von solchen satanistischen Gruppen. Und da ist quasi eine Verantwortung für die Gesellschaft, für die Eltern, für die Lehrer,
Kinder, Jugendliche, die in solchen krisenhaften Situationen stecken, nicht einfach nur zu warnen vor dem bösen Onkel oder vor den bösen Sekten, sondern ihnen Hilfestellungen anzubieten, dass sie gar nicht in die Hände solcher Verführer und solcher extremen Gewalttäter geraten können. Solche Gruppen, Herr Professor Eckt, oder Sekten, die müssen ja nicht gleich morden. Und da gibt es ja auch noch mal eine Barriere. Also warum dann diese letzte furchtbare Tat bis hin zum Kannibalismus? Und auch wenn es nicht so schlimm ist, dass es mit dem Mord endet, ist es allemal ein Schaden für die seelische, für die psychische Entwicklung junger Menschen, wenn sie gefangen sind in Gruppen. Auch wenn die nur drohen, du wirst sterben, wenn du das weiter sagst, was wir hier machen, ist es schlimm und werden die ihr ganzes Leben lang unter Umständen darunter leiden. Das heißt, selbst wenn es nur ein, zwei, drei Gruppierungen gibt in Deutschland, die wirklich Kinder ermordet und aufgegessen haben, gibt es viele andere, die auch schlimm sind in dem Sinne, dass sie die Entwicklung, das Seelenleben junger Menschen zerstören. Angeblich ziehen sich solche rituellen Gewalttaten durch ganze Generationen. Ist das vorstellbar, dass das in der Familie regelrecht weitergegeben wird? Ja, das ist vorstellbar. Das haben wir auch bei anderen Formen abweichenden Verhaltens, dass hier Dinge von Generation zu Generation weitergegeben werden. Nicht im Sinne einer biologischen Vererbung, sondern im Sinne einer Weitergabe von Lebenswelten. Wenn das eben ein Bestandteil des nicht des Alltages, aber bestimmter Formen des Verhaltens dieser Familie war, dann kann das auch an die Kinder weitergegeben werden und von ihnen praktiziert werden, selbst dann, wenn sie früher selbst darunter gelitten haben, weil sie es immer gekannt haben. Ich glaube, es bleibt wirklich unvorstellbar für uns alle. Vielen Dank, Professor Eck. Sie werden in unserem Chat nachher noch dabei sein unter reporter.zdf.de.